wenn man die Augen geschlossen hatte, wehnte man sich tatsächlich in die 60er Jahre. Mehr noch, man glaubte inmitten eines echten Beatles-Konzertes zu sein. Öffnete man die Augen, fand man sich allerdings in der Stadthalle Ternitz wieder. Dort spielten The Cavern Club Beatles ihr Tribute-Konzert. Denn genau 50 Jahre ist es her, dass die Original-Pilzköpfe aus Liverpool das einzige Mal in Österreich zu Gast waren, um ihren Film Help in Salzburg zu drehen. Ich finde einmal, es ist eine Sensation, dass eine Gruppe, die ja wirklich nur auf großen Konzerten eigentlich spielt und in Österreich in großen Städten auch in Ternitz ist und sagt, danke dem Harry Bravenes, dem Peter Spieker und dem ganzen Team, denen es gelungen ist, diese wirklich tolle Band nach Österreich zu holen und hier nach Ternitz zu holen. Und zum Zweiten natürlich bin ich ein Jahrgang 62, das heißt, ich bin mit dieser Beatlemania groß geworden, schon von den Windelhosen, war ein Fan der Beatles so ab 8 Jahre und bin heute noch ein glühender Verehrer dieser Musik. Kaum eine andere Band hat die Musikgeschichte so stark in so kurzer Zeit beeinflusst wie die Fab Fours. Und keine andere Band hat in so kurzer Zeit Weltberühmtheit erlangt, die selbst bis heute noch anhält. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Das Konzert in Ternitz war aber kein gewöhnliches Tribute-Konzert, sondern es wurden intime Einblicke in das Leben der Beatles gegeben, und zwar von Paul McCartneys Stiefmutter Angie McCartney und seiner Stiefschwester Ruth McCartney. Es war anfänglich verblüffend, auch ein bisschen beängstigend, dieser Hype. Aber als wir erkannten, dass all diese kleinen Mädchen nur ihren Helden sehen wollten, haben wir sie ab und an nach Hause eingeladen, ihnen eine Tasse angeboten und gesagt, schreit nicht, er ist oben, seid einfach normal, wenn er kommt. Dann kam er die Stufen hinunter und sie haben erst geschrien. Ja, das war die Beatlemania. Ich bin heute 85, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt. Die ganze Geschichte mit den Fans war natürlich, als ich 4, 5, 6 Jahre alt war, war so einfach verrückt. Ich konnte das nicht verstehen, wie die Mädels so, also, oh Gott, crazy war. Aber jetzt trotzdem, dann nachher mit Donny Osmond und David Cassidy, habe ich das verstanden. Zu verdanken ist dieses besondere Konzert genau genommen dem Puchberger Künstler Foker, der unter anderem auch viel in den USA tätig ist. Er war es, der den Kontakt zu Ruth McCartney ursprünglich hergestellt hat. Ich kenne die Ruth und die Angel schon über Verbindungen seit längerer Zeit und habe von dem Projekt gehört, habe das selber gesehen, so den Kick-Off in Innsbruck, kann ich mich erinnern, war das irgendwo, glaube ich. Und dann bin ich natürlich irrsinnig verbandelt mit der Stadt Ternitz, weil die einfach kulturell extrem viel machen, vor allen Dingen weit geschichtet für alle. Und habe das einfach gesagt, habe gesagt, du, da gibt's was, da besteht die Möglichkeit. Und die haben gesagt, okay, machen wir. Sehr zur Freude der anwesenden Gäste. Über 1 Milliarde Tonträger haben die Briten laut ihrem Plattenlabel verkauft. Sie gelten damit nach wie vor als die kommerziell erfolgreichste Band der Welt. Die 4 Jungs waren einfach sehr gewöhnliche Burschen. Sie kamen aus Arbeiterfamilien. Sie haben von diesem Erfolg niemals geträumt. Sie haben einfach weitergetan wie bisher. Sie stritten über Textzeilen, über einzelne Akkorde, suchten gemeinsam nach Lösungen. Sie waren wie Kinder, die gemeinsam ein Spiel spielten. Sie haben den richtigen Moment abgewartet und sind dann ins Studio gegangen, um ihren Song aufzunehmen. Knew it was right for them, and then they would go in the studio and record. I think that ich glaube, die Beatles-Musik löst Leidenschaft in den Menschen aus. Sie erinnern sich, wo sie waren, bei einer Hochzeit, wo sie ihren Partner getroffen haben oder den 50. Geburtstag ihrer Mutter. Die Musik ist einfach Teil von jedermann. Sie ist Teil der Popkultur. It's part of the fabric of pop culture. Und trotz ihres Erfolges haben sie sich nach nur 10 Jahren getrennt. Es war also ein Konzert voller Erinnerungen. Erinnerungen an die 60er. Man hat einfach gemacht, was man wollte. Man ist mit dem Auto schnell gefahren. Es war der Polizei egal. Man konnte es tun, was man wollte. Man hat es nicht übertrieben, aber es war einfach viel freier. Es war eine schöne Zeit, ja. Lebensfreude, Aktivität, Jugend,
erste Liebe, alles, was dazu gehört zu dieser Zeit. Naja, das ist so meine Kindheit, meine erste Platte, muss ich dazu sagen, die ich gekriegt habe von meinen Eltern, war diese Apple mit diesen Beatles-Liedern immer so daran. Also meine Jugend und meine Kindheit eigentlich. Und natürlich vor allem Erinnerungen, die im Zusammenhang mit der Band standen. 73 war bei mir das Erkennen, also mit 9 Jahren, die ersten Beatles-Lieder von meiner Familie, von meinen Eltern irgendwie mitbekommen, auch in den Medien. Für mich damals halt waren ein paar Radio dann die ersten Lieder gekommen und für mich prägend war Help definitiv, weil ja der Hype in Österreich, Oberdorn und natürlich was Besonderes war. In der Jugend haben wir sehr viel getanzt da in der Ding und haben uns diese Beatles, das waren unsere Fans, also wir waren die Fans von den Beatles. Die ganze Jugend natürlich, denn das ist die Zeit, in der ich aufgewachsen bin, die Musik und alles, was sich herum abgespielt hat. Und heute ist es egal, ob ich in Ternitz bin oder in Liverpool. Denn Liverpool kam heute nach Ternitz und das ist für mich das Erlebnis. The Magical History Tour, stattgefunden in der Stadthalle Ternitz. Ein Konzert, an das man sich sicher noch viele Jahre erinnern wird.